Es ist Dienstag, der 12. März 2019. Hier ist das SKB-Journal vom Stadtfernsehen Brandenburg und das sind unsere Themen. Gemeinsames Vorgehen zur Personaloffensive im Pflegebereich. Klinikum und Verdi stellen Tarifvertrag vor. Generationswechsel beim Arbeiter- und Samariterbund. ASB-Legende Norbert Maul hört auf und kandidiert für die Freien Wähler. Und Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen. Workshop im Kaffeekontakt zum Geschlechterthema. Und damit sage ich wieder hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom SKB-Journal. Das Thema Pflege ist eines der brennendsten in der politischen Diskussion. Mittlerweile gibt es 1 Million mehr Leistungsberechtigte als noch 2017. Das heißt ein Milliardenminus bei den Pflegekassen. Dazu fehlen Pflegekräfte. Daher startet das Klinikum mit einem Tarifvertrag, Personaloffensive und Entlastung im Pflegebereich durch. Nach außen hin demonstrierte Geschäftsleitung und Betriebsratsseite am Dienstag im städtischen Klinikum Harmonie. Nach einem erbitterten Streit um einen Tarifvertrag inklusive eines Streiks konnte jetzt nach 1 Jahr endlich ein Tarifvertrag unterschrieben werden. Einigung nach einem harten Tarifkonflikt. Gabriele Wolter als Geschäftsführerin und Heike Spieß als Verhandlungsgegnerin von Verdi unterschrieben das Eckpunktpapier, das eine deutliche Entlastung der Pflegekräfte und eine bessere Patientenversorgung bringen soll. Diesen Unterschriften gingen teils erbitterte Auseinandersetzungen voraus. Geschäftsführerin Gabriele Wolter und der stellvertretende Betriebsratsvorsitzende Andreas Kutsche zeigten sich beide zufrieden über das Ergebnis. Heike Spieß, die Gewerkschaftssekretärin von Verdi, erläuterte das Ergebnis der Verhandlungen. Das Klinikum will demnach spätestens am 1. Januar 2021 mindestens 321 Vollzeitstellen mit examinierten Pflegekräften im Pflegedienst besetzt haben. Dies bedeutet konkret einen Stellenzuwachs von etwa 80 examinierten Pflegekräften in den nächsten 2 Jahren. In dem Eckpunktpapier sind dann verbindliche Mindestbesetzungen der Stationen mit examinierten Pflegekräften geregelt. Flexible Arbeitszeitmodelle, Springerpools und die Gewährung von Flexzulagen sollen das Klinikum immer attraktiver für die Mitarbeiter und Bewerber machen. Insgesamt sieht der Tarifvertrag vor, dass die Pflegekräfte bei ihrer Arbeit im Drei-Schichten-Modell deutlich entlastet werden. Gabriele Wolter sieht das Klinikum auf einem guten Weg. Unser Haus hat eine enorme Entwicklung hingelegt in den letzten Jahren. Wir haben eine riesige Zunahme an Patienten und eine extreme Arbeitsverdichtung. Und aufgrund dieser Arbeitsverdichtung, wo die Personalaufstockung aber nicht mitgehalten hat, haben viele Mitarbeiter gesagt, ich halte es nicht mehr aus. Ich sag's mal einfach vorsichtig, dann gehe ich lieber ins Sandmarienkrankenhaus, kann ich auch in 3 Schichten arbeiten, verdiene das gleiche Geld, aber hab's ruhiger, weil da liegen die Patienten 3 Wochen. Bei uns haben die einen Umschlag von 5 Tagen. Alle 5 Tage wechseln hier die Patienten. Und auf so einer 36-Betten-Station haben die jeden Tag 1/3 an neuen Patienten. Und das ist eine enorme Belastung insgesamt. Andreas Kutsche, der stellvertretende Betriebsrat, kann mit dem jetzt unterschriebenen Vertrag sehr gut leben. Ich finde, mit den beiden Angeboten, die wir hier den Mitarbeitern, mit den zukünftigen Mitarbeitern bereitstellen können. Das ist da einmal der TV-Entlastung oder die Personaloffensive TV-Entlastung und der Tarifvertrag für die Entgelte. Ist das ein attraktives Angebot? Auch besteht da die Möglichkeit, zum attraktivsten Arbeitgeber in der Region, wenn nicht gar brandenburgweit, aufzusteigen. Und das müssen wir alle gemeinsam heben. Und das ist der wichtige und richtige Weg, den wir hier gehen. Der Pflegedirektor des Hauses, Lutz Pelchen, erinnerte daran, dass demnächst 20 examinierte Pflegekräfte aus den Philippinen im Haus angestellt werden. Durch die Initiative von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, so die Geschäftsführerin, sei das Haus nun finanziell in der Lage, weitere Pflegekräfte einzustellen. Einen Haken habe die Sache aber, betonte Wolter. Das Klinikum müsse in die Vorfinanzierung gehen. Das bedeutet, die 80 zusätzlichen Pflegekräfte würden mit etwa 5 Millionen Euro zu Buche stehen. Und das Geld würde erst sehr viel später rückerstattet. Inhalt unseres Wirtschaftsplanes, dass wir dadurch unseren Kreditrahmen erweitern müssen, um das in der laufenden Liquidität auch stemmen zu können. Aber ich glaube,
oder bin mir relativ sicher, dass das unsere Gesellschafterin auch genauso sehen wird und so auch bestätigen wird. Weil der Wirtschaftsplan ist ja gerade in der Genehmigung. Andreas Kutsche hofft, wie Verdi auch, dass noch bessere Gesetzesvorlagen aus dem Hause Spahn kommen. Gabriele Wolters sieht schon mal einen guten Anfang. Kutsche ist jetzt auch optimistisch, anderen Konkurrenten, insbesondere im privaten Bereich, mit diesem Tarifvertrag Mitarbeiter abwerben zu können. Wir wollen die besten Arbeitsbedingungen bieten und daran wollen wir uns messen lassen. Und da steckt das Potenzial drin, eben auch Bewerber zu finden, wenngleich wir anderen Unternehmen die Fachkräfte wegnehmen. Ja. Das werden wir aber nicht offensiv betreiben in dem Sinne, sondern wir wollen der Arbeitgeber in der Region, in der Stadt, in Brandenburg sein, die besten Arbeitsbedingungen für die Kollegen bieten. Und da sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg. Auch Gabriele Wolter ist in offensiver Mitarbeiter-Zurückgewinnungsstimmung. Betont sie doch, dass viele private Häuser erst gar nicht hätten aufmachen können, wenn diese nicht dem Klinikum Mitarbeiter einst abgejagt hätten. Wir werden versuchen, indem wir sehr öffentlich machen, was wir hier tun. Und das wird ja nicht der letzte Schritt sein. Die Tarifverhandlungen werden ja über die Tariftabelle ja auch demnächst anfangen. Werden wir versuchen, Pflegekräfte oder ehemalige Pflegekräfte darauf aufmerksam zu machen und sie wieder für uns zu gewinnen. Das wird unsere Strategie sein. Der umkämpfte Pflegekräftemarkt wird sicher in den nächsten Jahren noch für viel Diskussionsstoff sorgen. Verdi gab am Dienstag auf jeden Fall eine optimistische Prognose. Das städtische Klinikum sei jetzt mit diesem Tarifvertrag ein Vorbild für alle anderen kommunalen Krankenhäuser. Seit 1990 gibt es den Arbeiter-Samariter-Bund in der Havelstadt. Und nun wurde der Mann, der ihn seitdem aufgebaut hat, in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Nach 29 Jahren gibt Norbert Maul seinen Posten als Chef des Arbeiter-Samariter-Bundes in Brandenburg an der Havel ab. Seit der Gründung 1990 hat er zuerst im Alleingang den ASB aufgebaut. Mit 66 Jahren geht Norbert Maul jetzt in Altersrente. Für seine Nachfolge ist schon gesorgt. Müde ist er aber noch lange nicht. Nachdem er am vergangenen Wochenende Gastgeber für die Wahlversammlung der Freien Wähler war, kandidiert er auch für sie für die Stadtverordnetenversammlung auf Platz 3 der Freien Wählerliste für Hohenstücken. Bleiben Sie fit bis ins hohe Alter mit Knobi Vital. Es hat sich vieles gebessert, wie Blutdruck normal, Cholesterin normal. Die wertvollen Inhaltsstoffe des Knoblauchs vereint mit den Wirkstoffen aus Aronia-Beere, Weißdorn oder Ingwer. 2 in 1 für eine gesunde Herzfunktion. Es hat tatsächlich was gebracht. Ich bleib dabei. Knobi Vital, der tägliche Schluck Gesundheit. Erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Seine Leidenschaft ist das Wandern. Doch das wurde für Josef Bader immer beschwerlicher. Vor 10 Jahren wurde bei ihm Arthrose im Knie festgestellt. Vor 2 Jahren konnte er kaum noch gehen. Ich konnte nicht mehr länger wandern. Das Radfahren ging schwer. Treppe steige. Katastrophe. Josef Bader hat es geschafft. Sein Knie kann er wieder schmerzfrei bewegen. Geholfen hat ihm letztendlich Rosaxan. Rosaxan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. Das Junge Theater Brandenburg öffnet die Zauberklangkiste 2019. Ja, was klingt denn da so lustig, schräg und ausdrucksstark? Wie entstehen überhaupt Töne und Klänge, bevor sie sich kunstvoll zu Musik vereinigen? Kann Musik noch mehr? Etwa sogar witzig sein und Geschichten erzählen? Für die 2. selbstproduzierte Ausgabe des Projektes Zauberklangkiste. Dieses Mal begeben sich 260 Schüler der evangelischen Grundschule zusammen mit den Brandenburger Symphonikern auf Spurensuche. Es ist das 3. Orchester-Kooperationsprojekt mit einer Schule. Lokale Geschichten und Ereignisse wecken das Interesse. Aufgespürt wird der Brandenburger Musiker und Instrumentenbauer Paul Kaiser Reka. Der umjubelte Musikclown ist berühmt für seine musikalischen Erfindungen. Er spielte die erstaunlichsten Klangerzeuger und exportierte diese in die ganze Welt. Ein echter Weltmusiker.
Konzept, Dramaturgie und Gesamtleitung Kerstin Klarholz. Es spielen die Brandenburger Symphoniker. Eine Eigenproduktion des Brandenburger Theaters in Kooperation mit der Evangelischen Grundschule, dem Zirkus Hoppla und der Freien Musikschule Brandenburg mit Unterstützung des Lions Club Brandenburg. Am Donnerstag, dem 21. März um 15.30 Uhr und 18 Uhr im Großen Haus des Theaters. Achtung, kein öffentlicher Kartenverkauf. Verkauf nur innerhalb der Evangelischen Grundschule Brandenburg an die Eltern. Im Rahmen der Frauenwoche fand am Samstag im Café Kontakt der Workshop Mädchen und Jungen ganz einfach und nun statt. Jungen und Mädchen haben gemeinsam herausgefunden, was sie eigentlich ausmacht. Wo sind ihre Unterschiede? Was haben sie für Gemeinsamkeiten? Wir haben den Workshop für sie besucht. Und jetzt raste aus. Was denn? Was? Was? Im Café Kontakt ging es richtig zur Sache. Bei Selbstverteidigungstrainer Satou lernen die Kinder natürlich Selbstverteidigung. Die Maske spielt für das effektive Training eine wichtige Rolle. Hiermit mit der Maske, weil ich ganz befremdlich aussehe, gibt es eine ganz andere Situation und wir lernen viel, viel besser mit unseren Gefühlen umzugehen, weil ist es ein anderes Gefühl, wenn jemand mit einer Maske da steht? Da pockert das Herz ganz anders und da ist dann auch immer schon die Anspannung ganz anders. Na, bei dir nicht, weil du schon über ein Jahr bei mir mittrainierst, aber bei den anderen ist das halt wirklich so. Das setzt noch mal viel mehr unter Druck. Und deswegen haben wir das damit wir trotzdem alle was lernen können. So. Und es scheint zu funktionieren. In den zierlichen Mädels stecken richtige Powerfrauen. Aber Satou ist nicht bei dem Workshop dabei, um aus den Kids Kampfmaschinen zu machen. Unser Herz. Wir brauchen nicht irgendwie brutale Typen sein. So. Wir wollen uns ja nicht die ganze Zeit hauen und wir wollen ja nicht die ganze Zeit kämpfen müssen. Wir wollen nur wissen, was wir zu machen haben, dass wir uns ein bisschen retten können. Wie ein Feueralarm. In der Schule haben wir so oft einen Feueralarm und müssen das jedes Mal üben, um unser Leben schützen zu können. Und wer von euch hat schon mal einen richtigen Brand in der Schule erlebt? Noch keiner. Und ich hoffe auch, dass es wirklich so bleibt. Aber trotzdem lernt man im Jahr zweimal richtig einen Feueralarm, um sein Leben zu schützen. Selbstverteidigung, finde ich, sollte genauso sein. Man sollte sich wissen, wie man sich schützen kann. Und trotzdem hoffe ich, dass niemand irgendwann mal Selbstverteidigung einsetzen muss. Aber wenn man schon weiß, was zu tun ist, dann kann man viel besser und viel schneller reagieren. Mit diesen Worten ging es dann erstmal an die frische Luft. Hier kamen dann auch die Jungs dazu. Erstmal konnten sich alle an der Pratze austoben. Da merkt man schon, Jungs und Mädchen stehen sich da in nichts nach. Wenn es allerdings ums Tanzen geht, muss man die Jungs ein bisschen überzeugen. Ja, bei den Jungs hat man eine ganz andere Herangehensweise. Da darf man das vielleicht nicht unbedingt gleich zur Tanztherapie nennen, sondern mehr über die Bewegung einzukalten. Und wenn man die dann einmal gecatcht hat, sind die da super, also darüber auch super erreichbar und öffnen sich da. Also ich war total überrascht, wie toll die Jungs da sich auch eingebracht haben, auch über Bewegung tatsächlich. Und ganz unverbindlich ist tatsächlich über die Bewegung auch zum Tanz kam, wo sie vorher gesagt haben, nein, tanzen nicht, tanzen nicht. So. Der Workshop beinhaltete viele verschiedene Aspekte. Bei der Bewegungstherapie können sich alle frei machen. Zwar machen alle dasselbe, aber jeder auf seine Art und Weise. Es gibt kein richtig oder falsch und das ist das Wichtigste, was die Kinder hier lernen. Und was ganz wichtig für uns jetzt ist, dass wir die Unterschiedlichkeiten und die Gemeinsamkeiten halt deutlich machen, dass so ein bisschen die Grenzen halt nicht mehr so sehr da sind. Dass die Akzeptanz von einem Menschsein einfach da ist. Und das möchten wir halt gerne herausholen. Und das machen wir halt mit so verschiedenen Sachen. Körperarbeit, Reden, Bewegen, Tanzen, Malen, Schreiben, alles, was dazugehört. Wir haben ja 8 Stunden Zeit. Die Kinder haben viel mitgenommen von diesem Workshop. Was sie als Junge oder Mädchen ausmacht, aber vor allem, wie gleich sie letztendlich sind. Wenn auch Sie Interesse an so einem Workshop haben, der nächste findet im Schloss Gollwitz statt. Informationen dazu bekommen Sie bei der Agentur Kinderzeit. Wir kommen zu den Wetteraussichten mit dem SKB-3-Tagestrend. Morgen begleiten uns dichte Wolken durch den Tag. Die Höchsttemperaturen liegen bei 10 Grad. Nachts kühlt es dann auf 4 Grad ab. Auch am Donnerstag reißt die Wolkendecke nicht auf. Im Laufe des Tages ist sogar vermehrt mit Regenschauern zu rechnen. In der Nacht werden es kühle 5 Grad.
Und auch am Freitag liegen die Höchsttemperaturen bei 10 Grad. Wie auch schon am Donnerstag bedeckt eine Wolkendecke den Himmel. Und es ist weiterhin mit Schauern zu rechnen. Tja, liebe Zuschauer, das war's aus der SKB-Redaktion für den Dienstag. Weiter geht es mit dem zweiten Teil vom SKB-Talk-Redaktionsbesuch. Auch heute ist mein Kollege Gerd Glaser wieder im Gespräch mit der Landesbeauftragten für die Aufarbeitung der Folgen der kommunistischen Diktatur, Dr. Maria Noke. Ich verabschiede mich und sage Tschüss, machen Sie's gut. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen. Wir setzen heute das Gespräch mit Dr. Maria Noke, der neuen Beauftragten des Landes Brandenburg zur Aufarbeitung der Folgen der kommunistischen Diktatur fort. Schön, Frau Dr. Noke, dass Sie wieder da sind. Ja, Frau Dr. Noke, wir haben gestern darüber gesprochen, wie es zum Fall der Mauer kam, wie Sie die DDR erlebt haben. Da waren Sie dann ja auch weiter tätig oder haben sich damit beschäftigt, sage ich jetzt mal. Sie haben den Westen dann auch studiert. Erfolgreich, genau. Magister und Promotion. Und dann ist Ihnen ja diese Berliner Mauer oder so, haben Sie für sich wahrscheinlich die Überzeugung gewonnen, das kann man nicht einfach jetzt so links liegen lassen, das muss irgendwie weitergeführt werden, da muss man auch jüngeren Generationen oder neuen Generationen was Wissen vermitteln oder dass das einfach bestehen bleibt, diese Erinnerung, dass man wach sein muss vor so einer Diktatur. Genau richtig. Aber wenn man sich zurückerinnert, als 1989 die Mauer gefallen war, haben die Berliner alle, ob Ost oder West, gesagt, die Mauer muss weg. Und die wurde innerhalb weniger Monate abgerissen. Es war nichts mehr davon zu sehen. Außer an einer Stelle in der Bernauer Straße gab es noch 212 Meter der ehemaligen Grenzanlagen. 212 Meter von insgesamt 155 Kilometern. Und das ist natürlich eigentlich absurd. Aber auch in den 90er Jahren wollte niemand irgendwas damit zu tun haben. Alle waren froh, dass die Mauer weg war, haben sich irgendwie versucht, in der neuen Zeit zu orientieren. Ja. Und erst so um die Jahrtausendwende kam so die Frage, auch gerade durch Touristen, da war doch mal eine Mauer, also diese Stadt ist doch mal geteilt gewesen, da sieht man ja gar nichts mehr. Und das ist die Zeit, ich habe 98 angefangen, an der Gedenkstätte in der Bernauer Straße zu arbeiten, nach meinem Studium. Ja. Und habe dort die Gedenkstätte mit aufgebaut. Damals haben alle gedacht, da geht sowieso niemand hin, das interessiert niemanden. Heute sind jährlich 1 Million Besucher dort. Und sehr viele Touristen auch aus dem Ganzen, aus der ganzen Welt. Ne? Aber auch viele Besucher aus Deutschland, genau. Und das Interessante an diesem Ort ist ja, die Bernauer Straße ist der historische Ort. Also die ganzen Filmaufnahmen und Bilder, die man vom Mauerbau kennt, die Menschen, die aus den Häusern springen, in die Sprungtücher der Feuerwehr, die Tunnel, die gegraben wurden, da gibt es ja Filmaufnahmen und Fotos oder die Bilder, wo Menschen auf der Leiter stehen und über die Mauer winken. Das sind alles Fotos und Filmaufnahmen. Das haben Sie ja publiziert, Mauergeschichten, Ihr Buch von 2017, wo Sie die Schicksale, Feuerwehr mit Sprungtuch und so, ein bisschen habe ich gestern Abend auch schon mal, der Verlag hat mir nochmal ein Vorab-Exemplar gemeldet, gelesen und das ist natürlich auch sehr interessant zu lesen, weil da sind jetzt natürlich sehr persönliche Geschichten, die Sie ja dann auch mit der Zeit alle gesammelt haben. Genau. Das ist sehr interessant. Also wir haben versucht, den historischen Ort mit seinen Geschichten lebendig werden zu lassen. Sehr gut, und wenn man in die Bernauer Straße fährt, kann man das heute nachvollziehen oder eben die Bücher lesen. Ja. Und ich habe da sehr, sehr viele Menschen kennengelernt, die unter dieser Teilung gelitten haben, aber auch Menschen, die sich versucht haben, dagegen zu wehren. Und ich habe auch die Geschichten der Menschen erforscht, die an der Mauer zu Tode gekommen sind. Also das ist wirklich, die Mauer ist ja auch das Beispiel, das Symbol für dieses System der DDR, was sich abgeschottet hat und gleichzeitig auch für die friedliche Überwindung der Teilung. Und ich glaube, das ist eine Geschichte, die wir einfach weiter erzählen müssen, weil das auch junge Menschen anspricht. Niemand kann sich vorstellen, dass er von einem Tag auf den anderen von seiner Familie getrennt wird und was sich daraus ergeben hat und wie es dann dazu gekommen ist, dass diese Mauer plötzlich so über Nacht wieder gegenstandslos wird. Das ist eine spannende Geschichte. Und welche Schicksale sich damit auch verbinden. Wie viele junge Menschen, über 300, die dort ihr Leben verloren haben? Na, in Berlin sind es 140. Mhm.
an der Mauer. Ah, und wenn man die innerdeutsche Grenze dazu Grenze rechnet, sind über 300. Ne? Genau. Und man hat, oder auch als Journalist hat man, kennt man halt das ein oder andere Schicksal, das von Herrn Gartenschläger zum Beispiel, das auch hier in der Stadt nochmal groß kommuniziert worden ist vor ein paar Jahren. Der Mann, der die Selbstschussanlagen da abräumte, immer nachts. Und der zum Beispiel 1961 verhaftet wurde, weil er sich mit 4 Freunden gegen den Mauerbau gewandt hat und Parolen an Häuserwände geschrieben hat. Der hat 10 Jahre hier in Brandenburg in der Haftanstalt gesessen und ist dann freigekauft worden und hat von Westdeutschland aus dann gegen die Mauer Aktionen gemacht, Menschen geholfen, in den Westen zu kommen und ist dann erschossen worden an der Grenze, als er eine Selbstschussanlage abgebaut hat. Mit dem Thema Fluchthilfe haben Sie sich auch beschäftigt? Ja. Da kennen Sie auch viele. Wir hatten ja auch einen hier, Herrn Freigel, der mit dem Auto da auf eine Art und Weise, das war auch unglaublich spannend. Also ich meine, es war für die Leute ja auch ganz, ganz schwierig, sich da das so ist zu auch verstecken. Das ist auch ein Thema, was zu unserer deutsch-deutschen Teilungsgeschichte gehört, dass junge Männer vor allem, aber auch mit Unterstützung von ihren Frauen und Freundinnen diesen Mut hatten, Fluchthilfe für Menschen zu leisten, die in der DDR geblieben waren und die nach einem Weg suchten. Also das war ja auch nicht einfach so, weil man gerne mal in den Westen wollte, sondern es war nach dem Mauerbau in der DDR eine sehr schwierige Situation. Die Leute sind politisch unter Druck gesetzt worden, sollten sich zu diesen sogenannten Friedensmaßnahmen der DDR bekennen. Antifaschistischen Schutzwallgebühren feiern, ja. Und vor allem, als dann im Januar 1962 die allgemeine Wehrpflicht eingeführt wurde und die jungen Männer dann vor dieser Frage standen, bin ich bereit, mit der Waffe eventuell auch gegen meine Brüder und Schwestern in Westdeutschland zu kämpfen. Ja, da gibt's ja tolle Bücher über die Situation der Grenzsoldaten, was die aushalten mussten oder wie die sich fühlten. Und das ist auch teilweise sehr schlimm gewesen. Ja, aber es gab eben auch einige, die dort gestanden haben und dafür gesorgt haben, dass sie schiefen. Ja, ja, klar. Genau. Das ist ganz, ganz, ganz schlimm. Ja. Ihre heutige Position, Frau Dr. Noke, da müssen wir natürlich auch noch zu sprechen kommen. Die Aufarbeitung der Folgen dieser kommunistischen Diktatur, würden Sie, denn das gab es auch, ich glaube, vor 3 Jahren mal eine Diskussion, Sie sagen schon, dass die DDR ein Unrechtsstaat ist, oder würden Sie da auch noch anders formulieren? Also wir haben ja täglich mit Menschen zu tun, die in der DDR politisch verfolgt wurden oder unter politischem Druck standen und viele auch dann in Haft gewesen sind aus politischen Gründen. Und wenn man sich die Urteile anschaut, dann sieht man, dass das keine rechtsstaatlichen Urteile sind. Genau. Also natürlich ist die DDR, und das ist ja auch unsere Aufgabe, das aufzuarbeiten, ein Staat, eine Diktatur, die mit den entsprechenden Mechanismen gearbeitet hat, und Repressionsmethoden entwickelt hat, um Menschen gefügig zu machen, zum sozialistischen Menschen umzuziehen. Man kann das heute noch sehen, hier in Brandenburg an der Gedenkstätte, in Cottbus, in Hohenschönhausen. Man sieht es, man kann heute noch überall sich das anschauen. Und es ist ganz wichtig, sich auch bewusst zu machen, welche Strukturen und Mechanismen dazu führen. Nämlich, dass es keine freie Meinungsäußerung gibt, dass es einen Parteienstaat gibt, dass Presse- und Meinungsfreiheit unterdrückt werden, dass es keine unabhängige Justiz gab, die gab es in der DDR nicht. Das sind alles Fragen, über die wir nachdenken müssen, weil das stärkt eine Demokratie, wenn man eben weiß, wie eine Demokratie aufgebaut ist und was dort dann auch ausgeschlossen ist von dem, was in der Diktatur möglich ist. Und deswegen haben wir natürlich den Auftrag, darüber zu sprechen, zu informieren, gerade auch junge Menschen. Das ist die eine Seite, der Bildungsauftrag. Ja. Und die andere Seite ist, dass wir Menschen beraten, die in der DDR politisch verfolgt waren. Und teilweise noch auf Erstattungsansprüche warten, die sich nicht erfüllt haben, obwohl sie lange in Haft gesessen sind. Naja, also diejenigen, die in Haft gesessen haben, aus politischen Gründen, die haben in der Regel schon ihre Rehabilitierung beantragt. Ja. Es gibt ja auch Menschen, die aus beruflichen Gründen verfolgt wurden oder die Verwaltungsunrecht erlebt haben, wenn ihnen zum Beispiel Eigentum weggenommen wurde oder sie zum Beispiel zwangsausgesiedelt wurden an der Grenze. Wir haben ja in Brandenburg auch ein Stück innerdeutsche Grenze, aber auch zwischen Berlin, West-Berlin und dem Umland gab es ja solche Fälle. Das sind Menschen, die eben da auch Rechtsansprüche geltend machen können, wo wir unterstützen und beraten und dann auch ihnen
Unterstützung geben, wenn sie dann diese Rehabilitierung beantragen. Was aber auch ein noch sehr viel größeres Problem ist. Viele Menschen haben ja aufgrund dieser Verfolgungsschicksale auch gesundheitliche Folgen zu tragen. Und das ist sehr schwer, solche gesundheitlichen Folgeschäden nachzuweisen und anerkannt zu bekommen, weil natürlich daraus dann da auch... Da beraten Sie auch, oder? Genau, und das sind eigentlich die größten Probleme, die wir jetzt haben, dass wir diesen Menschen Unterstützung geben können. Und das, was wir sehen aus der langjährigen Beratungspraxis, ist, dass viele, die in der DDR Unrecht erlitten haben und wo das auch mit den SED-Unrechtsbereinigungsgesetzen in Anfang der 90er Jahre sind, die verabschiedet worden, wo man versucht hat, dieses Unrecht zumindest in gewisser Weise wieder gut zu machen und ihnen Entschädigungen zu geben. Da sehen wir heute, dass das nicht in allen Fällen wirklich gegriffen hat. Deswegen haben wir vor einiger Zeit auch die Initiative ergriffen, über den Brandenburger Landtag ist es in den Bundesrat gegangen und jetzt ist die Bundesregierung und der Bundestag sind aufgefordert, darüber nachzudenken, was es für Gerechtigkeitslücken gibt, die in diesen SED-Unrechtsbereinigungsgesetzen doch vorhanden sind, weil man Anfang der 90er Jahre noch gar nicht das ganze Ausmaß kennen konnte, wie sich das auswirkt. Also ich kann ein Beispiel sagen, zum Beispiel in dem beruflichen Rehabilitierungsgesetz ist entschieden worden, dass man Menschen eben zum einen die Möglichkeit gibt, eine Ausbildung nachträglich machen zu können oder studieren zu können und dann kein BAföG zahlen zu müssen. Das haben viele auch in Anspruch genommen, aber das greift natürlich heute nicht mehr. Nach 30 Jahren sind die alle schon sehr viel älter oder schon in Rente. Und der zweite Punkt war, dass man gesagt hat, sie sollen einen Rentenausgleich bekommen für die Zeit, in der sie beruflich verfolgt waren. Und wenn man 3 Jahre berufliche Verfolgung nachweisen konnte, dann bekommt man so einen Ausgleich. Mhm. Und wenn man dann aber den Rentenbescheid kriegt, dann entstehen aufgrund der Rentenformel, die, glaube ich, fast niemand von uns versteht, solche völligen Absurditäten, dass jemand, der 3 Jahre in Haft war und in dieser Zeit auch nicht seine Tätigkeit ausüben konnte und dadurch auch berufliche Nachteile hatte, dass er dann plötzlich für diese 3 Jahre Rentenausgleich von 1,58 Euro im Monat bekommt. Und das ist natürlich keine Würdigung und auch keine Entschädigung, sondern das ist eigentlich zynisch. Genau. Und das sind die Punkte, die man damals einfach noch nicht absehen konnte. Mhm. Und deswegen haben wir uns da stark gemacht und gesagt, für solche Gruppen von Betroffenen muss einfach noch einmal etwas passieren. Und da haben wir auch einen Vorschlag gemacht und hoffen sehr, dass da jetzt auch entsprechende Resultate verabschiedet werden. Letzter Punkt, die Veranstaltung, die Sie noch vorhaben in diesem Jahr. Können Sie da das die ein oder andere schon sagen, was da passieren wird? Sehr gern. Also wir haben uns überlegt, was kann man denn machen? 30 Jahre nach der friedlichen Revolution, nach dem Mauerfall, nach dieser Zeit, die die Menschen, die das damals erlebt haben, unheimlich bewegt haben und die ja auch dazu geführt hat, dass das Leben sich von denjenigen, die in der DDR gelebt haben, grundsätzlich geändert hat. Also man musste ja alles neu lernen. Man musste sich neu orientieren, viele haben ihre Arbeit verloren, viele haben sich auch umschulen lassen müssen. Also das war ja ein Wendeopfer, sagt man auch bei über einige, die dann. Ja, aber es gibt ja eben auch Menschen, die dadurch die meisten, großen Chancen dann auch wahrnehmen konnten. Und es wird ja heute gerade darüber diskutiert, über die Ostdeutschen und ob das jetzt Benachteiligungen sind und ob es Wendeverlierer gibt oder nicht. Jeden Tag. Und unsere Idee für dieses Jubiläumsjahr war zu sagen, wir reden nicht über die Ostdeutschen, sondern wir wollen miteinander reden. Wir wollen miteinander darüber sprechen, was wir damals erlebt haben und welche Ereignisse uns in Erinnerung sind und auch wie wir die Zeit nach 1989 erlebt haben. Diese Umbruchzeit, diese Transformationszeit, die ja in das Leben von allen eingegriffen hat. Das ist unsere Idee und dazu bieten wir 2 Projekte an. Das eine ist, dass wir Partner suchen in den Regionen. Ja. Das kann in Brandenburg sein, in der Prignitz, in der Lausitz, wo auch immer, wo wir sagen, wir kommen zu Ihnen und entwickeln mit Ihnen einen Gesprächsabend oder eine Gesprächsveranstaltung, wo wir miteinander darüber reden wollen, egal wo wir herkommen, ob wir aus dem Osten kommen oder aus dem Westen. Das ist nämlich auch egal. Auch die Westdeutschen haben durch das, was wir in der DDR geschafft haben, nämlich das Abschaffen der DDR, ja auch eine Veränderung erlebt. Und
Wir wollen auch mit allen reden. Genau. Die du damals sollst hier nicht sitzen. Genau. Wenn die es damals nicht so Leute beteiligt wie Sie waren. Hätte oder andere, ja. Aber auch diejenigen, die vielleicht eher zurückhaltend waren und erstmal abwartend waren oder die das gar nicht so toll fanden, dass es eine Veränderung gab, auch die gab es ja. Die im Osten mitgemacht haben, die im Westen zugeguckt haben, die jetzt vielleicht in die ehemalige DDR, also nach Ostdeutschland gezogen sind und seit 20, 30 Jahren hier leben unter uns. Wir wollen einfach miteinander sprechen und uns unsere Erfahrungen austauschen und aufeinander hören. Und wir haben auch ein Projekt für Jugendliche unter dem Motto Hashtag Moment mal. Wollen wir Jugendliche dazu motivieren, einfach mal in ihrem Umfeld zu fragen, was ist denn damals gewesen? Was hat euch das dann bedeutet? Wie ist das damals überhaupt abgelaufen? Und da kann man einfach gucken, was ist in meinem Heimatort passiert? Was haben meine Eltern erlebt, meine Großeltern, meine Tante oder die Nachbarin um die Ecke? So, dass wir also auch dieses Projekt mit den Jugendlichen durchführen. Da wird dann auch ein Medienworkshop damit verbunden sein, sodass sie das dann medial aufarbeiten können. Und wir sind da gespannt, was es für tolle Ergebnisse geben wird. Das sind die beiden Projekte, die wir anbieten, wo man uns auch ansprechen kann und sagen kann, oh ja, wir würden das gerne mit euch machen. Und dazu haben wir natürlich auch ein Veranstaltungsprogramm aufgelegt. Wir werden 4 größere Veranstaltungen machen, im Land verteilt. Wir fangen an in Neuruppin am 20. März mit der evangelischen Schule, die das mit vorbereitet. Und da ist die Auftaktveranstaltung unter dem Motto, was wir diesem Jubiläumsjahr gegeben haben. Das heißt nämlich, für ein offenes Land mit freien Menschen. Ein guter Titel. Und das ist ein Thema, wo wir denken, das war damals wichtig, aber das ist auch heute wichtig. Wir wollen ein offenes Land haben, wir wollen als freie Menschen in diesem Land leben, wir wollen mitbestimmen und wir wollen mitgestalten. Und dazu wollen wir die Menschen motivieren, aus den Erfahrungen von damals eben das in die Gegenwart zu bringen. Und diese Veranstaltung in Neuruppin wird auch zusammen mit einer Zeitzeugin sein, ja, die nämlich ein Transparent Anfang September 1989 in Leipzig bei den Montagsdemos getragen hat, wo drauf stand, für ein offenes Land mit freien Menschen. Das ist Katrin Hattenhauer, die dafür verhaftet wurde. Das Originaltransparent gibt es noch? Das gibt es im Zeitgeschichtlichen Forum in Leipzig, natürlich gibt es das. Und Katrin Hattenhauer wird zu dieser Auftaktveranstaltung kommen und die Wann Jugendlichen. Wann ist die neue Neuruppin? Wann wird die sein? Am 20. März. 20. Und, März. Genau. Und dann haben wir noch 3 weitere größere Veranstaltungen. Es wird in meiner Heimatstadt Forst eine Veranstaltung geben zu diesen Konzerten von Stefan Kraftschick und Freya Klier, die verhindert wurden. Da bin ich gerade am Recherchieren, was da eigentlich im Hintergrund auch die Stadtsicherheit gemacht hat. Kraftschick kommt nicht dann. Kraftschick kommt und wir machen ein Konzert mit ihm. Toll. Wir werden im Oktober in Potsdam eine Veranstaltung haben zum Ende des politischen Strafrechts, das nämlich am 28. Oktober 1989 ausgesetzt wurde. Also dann gab es ja auch die Amnestie und hier in Brandenburg gab es zum Beispiel den Gefangenenaufstand. Also das ist ja auch ein Thema, ja, was damals viele beschäftigt hat. Und am 4. Dezember werden wir in Rathenow sein und über die Auflösung der Stadtsicherheit unser eine Veranstaltung haben. Rathenow, unser genau. Sendegebiet, ja. In Rathenow, das wissen die meisten nicht, ist nämlich am 4. Dezember die Kreisdienststelle besetzt worden. Das heißt, Rathenow war zeitgleich mit Erfurt, wo die erste Bezirksdienststelle besetzt wurde und dann auch in Leipzig. Ganzzeitig waren die Rathenower dabei. Und wir werden nach Rathenow gehen und haben gerade ein Forschungsprojekt zu laufen, wo wir uns anschauen, wie die Stadtsicherheit denn selbst sich verhalten hat. Also wie sie auf diese Ereignisse von 1989 reagiert hat, auf die Wahlfälschung, auf die Gründung der neuen Parteien und dem neuen Forum, also diesen Bürgerbewegungen, wie sie auf die Ausreisewelle reagiert haben und auf die Demonstrationen und wieso sie dann dazu gekommen sind, Anfang November zu entscheiden, die Kreisdienststellen werden geschlossen. Das sollte bis zum 12. Dezember dann abgewickelt sein. Und deswegen ist es auch so, dass die Bürger, die dann die Kreisdienststellen besetzt haben, vor leeren Regalen und leeren Räumen standen. Das war schon alles geräumt. Und das wollen wir uns anschauen. Warum haben die das gemacht? Wie haben die das gemacht? Und was hat sich innerhalb der Stadtsicherheit abgespielt? Und darüber werden wir dann bei dieser Veranstaltung berichten. Das sind eine ganze Menge Aktivitäten, Frau Dr. Noke. Noch viel mehr. Noch viel mehr. Einfach auf unsere Webseite gucken, da sind alle Termine angekündigt. Also es tut sich was im Jahr 2019. Die Aufarbeitung in vollem Gange und das sind tolle Ideen, muss ich ganz ehrlich sagen. Da freuen wir uns drauf auf diese vielen Veranstaltungen, wünschen Ihnen dafür viel Erfolg und da sind Sie natürlich auch sehr
gespannt, gehe ich mal von aus, bei all diesen Veranstaltungen. Deswegen sind wir froh, dass Sie heute hier bei uns im Studio waren und das alles erzählt haben. Ich darf mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, wünsche Ihnen alles Gute, auch persönlich. Und ja, dass das Jahr hier ein sehr wichtiges wird. Ja, vielen Dank. Und ich bin sehr gespannt auf die vielen Gespräche, die wir in diesem Jahr mit den Menschen in Brandenburg haben werden. Ja. Liebe Zuschauer, das war Dr. Maria Noke, die Beauftragte des Landes Brandenburgs zur Aufarbeitung der Folgen der kommunistischen Diktatur. Jetzt habe ich es gut hinbekommen und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und danke für Ihr Interesse. Tschüss.